Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Deo-Test hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute wieder von der Marke Ombia Man, die uns letztens nicht so überzeugen konnte, schauen wir uns heute mal das Ombia Man Classic Deodorant Body Spray belebt und pflegt an. Von der Aldi Eigenmarke, wie es ausschaut, genau, weitere Infos unter Aldi, also glaube ich zumindest von Aldi. Dreifach Schutz, frische Deo-Schutz, Pflege, 24 Stunden Deo-Schutz, 0% Aluminiumsalze. Beim letzten hatten wir noch Aluminiumsalze drin, wenn ihr euch erinnern könnt. Das war auch das, weshalb ich es vor allem mit, glaube ich, sogar noch einem anderen Stoff ziemlich schlecht bewertet habe. Deshalb hier 0 Aluminiumsalze. Schauen wir mal, was das Ganze kann. Designtechnisch wie alle Ombia Men's Deos. Wir haben hier so eine Art so Planetensystem, also Sternsystem. Hier, glaube ich, ist dann der Stern und da ist irgendwie so eine Planetenaufnahme, dann im Hintergrund noch ein Mond oder so. Kann sogar die Erde auf ganz blöd sein. Naja, finde ich ganz cool gemacht, also designtechnisch mega geil. Erst wenn man es anschaut, denken sie einfach, okay, irgendein Streifen und Ding, aber wenn man jetzt genau darauf achtet, finde ich richtig schön. Und alles in so einem Grüntool diesmal gehalten. Die machen es ja immer so eine andere Farbe, je nach Deo. Naja, finde ich auf jeden Fall ganz schön. Sonst Fläschchen, Kapsel ist auch ganz cool, bisschen modern, so ein bisschen was Eigenes, haben nicht alle so. Ja, ganz interessant. So, kommen wir direkt zur Rückseite. Ombia Man Classic 24 Stunden Intensiv Deo ist ein aromatischer Duft gepaart mit einem starken Wirkkomplex. Ombia Man Classic 24 Stunden Intensiv Deo schützt zuverlässig 24 Stunden vor Körpergeruch. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Anwendung vor Gebrauch gut schütteln, mit einem Abstand von ca. 15 cm in die Achselhöhle sprühen. So, geschüttelt ist schon mal. Gefahr extrem entzündliches Aerosol, natürlich ganz wichtig. Bitte nicht in Feuer halten, mit Feuer irgendwas und ein Deo einfach verbinden. Keine gute Idee für alle, die es nicht eh schon wissen. Hergestellt von der Dalli Werke GmbH und Co. KG in der Zweifallerstraße 120 in Stolberg. Schönen Grüße an alle aus Stolberg. Und wir kommen zu den Inhaltsstoffen. Wir haben Inhaltsstoffe Butan, kennen wir, ist dieses Druckaerosol. Dann Alkohol, okay. Propan, kennen wir. Dipropylene-Glykol, Parfum, Phenoxyethanol, okay, Ethylhexylglycerin, Hexylcinamal, Aqua, also Wasser wenigstens, yeah, Linalol, also ein Allergikum, beziehungsweise aber auch ein Aromastoff, Alpha-Isomethylionone, okay, Benzylsalicylate, da werde ich gleich was dazu sagen, Benzylsalicylate, das sind, ist ein Stoff, der jetzt auch nicht so gut ist, sondern sogar... Okay, das Deo sprüht, aber... Also Qualität... Ich habe jetzt nichts gemacht, mir ist es gerade so aufgefallen irgendwie. Okay, Qualität ist ein bisschen was anderes, aber na gut. Benzylsalicylate auf jeden Fall was nicht so Gutes, sogar was eher sehr Schlechtes, aber da gehe ich gleich drauf ein. Dann haben wir, also riecht gut, aber Parfum habe ich gerne in der Luft, aber bei Deos halt die ganzen anderen Inhaltsstoffe ungern die ganze Zeit am Einatmen. Dann Limonene, Benzylalkohol, Citral und Geraniol. Ja. Soweit alles für ein Deo, soweit in Ordnung aussieht, wie die Benzylsalicylate und das Phenoxyethanol, was wir am Anfang gesagt haben. Stimmt, die zwei Inhaltsstoffe, die sind so, stehen nicht so schlecht da. Also ja, deshalb kommen wir auch direkt jetzt zu der ToxFox bzw. Yuka Hygienebewertung von ToxFox. Ist einmal als hormoneller Schadstoff, also schadet auch euren Hormonen, der Schilddrüsenfunktion, ist in ein paar Studien nachgewiesen. Es wird noch nicht so offiziell gedingst, sonst wäre es ja auch verboten, aber es ist schon so ein bisschen, sag ich mal, nachgewiesen und nicht gut auf jeden Fall. Also Benzylsalicylate als erster Gefahrstoffmarker, sage ich mal. Ich werde auch immer so eher die unnötigen oder risikobehafteten Inhaltsstoffe jetzt angeben und nicht immer alle, weil bei den Hygieneprodukten ist das, ja, ihr merkt ja selber, es sind diese INCA oder ich weiß gerade selber gar nicht mehr, wie die Bezeichnungen heißen. Statt einfach deutsche Begriffe oder so. Finde ich, sollte man auch ein bisschen ändern, aber ist halt so europafreundlicher. Ja, ist auf jeden Fall ein hormoneller Schadstoff. Und von Yuka gibt es 24 von 100 Punkten. Für ein Deo nicht so gut, also gut wie gar nicht gut. Und da haben wir neben den Benzylsalicylaten, boah Gott, diese ganzen Begriffe, ne, haben wir noch Phenoxyethanol. Und Phenoxyethanol
beeinträchtigt ein bisschen das Blut, die Leber, lässt sie ein bisschen mehr arbeiten. Also ist jetzt auch nicht so gut, wenn man sich sozusagen auf die Haut sprüht, wie in diesem Falle in die Achseln. Ja, deshalb gibt es von mir als Gesundheitsnote am Ende auch eine 4+. Keine Deo-Gesundheitsempfehlung, aber trotzdem, wir haben es gerade schon gerochen, riecht schon mal ganz gut. Jetzt werden wir es trotzdem noch auftragen. Ich werde alles für euch natürlich live testen, dass keiner sagen kann, irgendwie... Oh. Okay, okay. Das ist jetzt, glaube ich, kein... Oh. Es riecht... Es hat was, auch so ein bisschen so, wie soll man sagen, es riecht gut, aber hat so was bisschen, auch nicht zu frisches. Also Classic, das passt ganz gut, ist jetzt nicht frisch, es ist eher so ähnlich wie das Sport, was wir letztens hatten. Aber es riecht gut, also für ein Deo, es riecht wirklich gut, wer auf sowas steht, hat sowas, oh, ich weiß gar nicht, mit was man es jetzt vergleichen könnte. Auf jeden Fall angenehmer Duft, muss man selber riechen, auf jeden Fall nicht zu frisch, finde ich auch ganz angenehm, hat sowas bisschen tieferes. Ja, deshalb Duftnote gibt es von mir eine 2+. Kann man auf jeden Fall machen. Aber trotzdem rein von der Gesundheit fürs Ambia Man Classic Deodorant Body Spray belebt und pflegt Dreifachschutz. Am Ende trotzdem keine Deo-Gesundheitsempfehlung zumindest. Keine Gesundheitsempfehlung. So, ganz einfach. Okay, Leute, falls ihr Erfahrungen damit habt oder wie ihr die findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns ansonsten morgen Mittag wieder beim nächsten Kaffeetest. Ich wünsche euch was, immer schon happy bleiben, immer schon gesund bleiben, niemals aufgeben und bis morgen, Leute. Ciao, ciao.